Wenn wir den Futterplatz dieses Gottwurmes finden, dann können wir Xol mit dem Fragment des Reisenden hervorlocken. Ich habe ein paar Scans laufen lassen. Hab eine Höhle gefunden, die mit einem von Xols Tunneln verbunden ist. Zavala, hör mir zu. Ich hab die Einträge gelesen. Rasputin konnte Xol schon beim ersten Mal kaum aufhalten. Unsere Mission steht fest. Wir besiegen Xol und wir brauchen dafür nicht die Hilfe eines Kriegsgeistes. Nicht, wenn wir nicht wissen, was er noch tun kann. Ich bekomme eine Interferenz rein. Ich werde daraus nicht schlau. Ich kann es auch hören. Gib mir eine Minute. Ich analysiere das Signal. Vielleicht kann ich herausfinden, was es ist. Die Interferenz wird schlimmer, aber ich kann ein Muster erkennen. Hörst du es, Anna? Ich brauche mehr Daten, um sicher zu sein. Vielleicht ist es eine verschlüsselte Nachricht. Diese Kristalle suchen nur so vor Energie. Darin wird sicher Energie gesammelt, um Xol damit zu füttern. Die Energie in diesem Relikt ist unbeständig. Wirf es doch mal gegen den Kristall. Sieht aus, als ob die Schar sich hier unten ordentlich ausgetobt hat. Geht weiter. Laut Scans gibt es eine große Kammer, an der sich alle Tunnel kreuzen. Das ist der wahrscheinlichste Ort für Xols Futterstelle. Schau dir nur an, wie groß diese Tunnel sind. Xol muss riesig sein. Was bedeutet, er ist stärker, als wir dachten. Umso mehr Grund, ihm den Gar auszumachen. Yeah.
Sie singen in archaischer Form. Es geht darin um einen Priester, Nokris, und wie er als Ketzer abgestempelt wurde. Was gilt denn bitte für die Schar als ketzerisch? Irgendwas von wegen Wiederauferstehung. Es ist eine Art Heiligenstätte. Sie bereiten eine weitere Gabe an Xol vor. Wir müssen sie ausschalten. Jetzt! Die Futterstelle ist direkt unter uns. Ich habe das Interferenzmuster entschlüsselt. Acker, Eier, Jule, Ur. Das sind Namen. Uralte, mächtige Namen. Das ist mehr als... Anna! Anna! Das ist nicht Xol.
In der Mitte. Da können wir das Fragment platzieren. Hüter? Hüter, wo bist du? Licht sei Dank. Xol ist auf direktem Weg zu Clovis Bray und Rasputin. Wenn Rasputin stirbt, dann ist der Speer auch weg und Xol gewinnt. Na gut. Meine Vorbehalte dem Kriegsgeist gegenüber sind nicht so wichtig wie Xol zu besiegen. Wir zusammen. Was sagst du dazu? Es ist noch langsam Zeit für das.